Geister, die unsere Feinde sind. Es war einmal ein Engel, der hatte den Wunsch, über andere zu herrschen und wandte sich gegen Gott. Dieser Engel wurde später als schlechter Geist bekannt. Dieser schlechte Geist überredete die Menschen zu vielen Missetaten. Es ist aber kein Engel mehr, sondern er ist unter dem Teufel als schlechten Geist in der untersten Sphäre durch das Tor zur Hölle. Und wenn wir darüber Bescheid wissen, dann wissen wir, wenn dieser schlechte Geist uns verführen will, so wie viele von uns Heilige wissen das intuitiv. Und davon gibt es nicht nur einen Engel. Es rebellierten weitere Engel gegen Gott. Sie verließen ihren Platz und gingen an dem Teufel vorbei in die Hölle und sind nur noch schlechte Geister. Geister, die unsere Feinde sein können, wenn wir nicht mit ihnen umgehen können. Sie sind wie kleine Kinder, die man verwaisen muss und erziehen muss, dass sie horchen, und dann kommt auch jeder mit ihnen klar, der in höheren Sphären ist, weil wir stärker sind.